Ja, servus Leute. Wieder mal eine Kokosnuss geköpft. Einfach herrlich. Ja, wie ihr sehen könnt, liegen einige Früchte auf dem Tisch. Ja, die haben wir vorhin gekauft, inklusive dieser Kokosnuss. Ja, also ich will etwas über dieses Broken Skull reden. Das trage ich jetzt, seit wir wieder hier in Thailand sind, als EDC mit mir rum und nutze es auch regelmäßig natürlich. Ich will euch noch etwas zeigen. Ja, wie genial dieses Teil ist. Vor allem, kurz Moment. Um Früchte zuzubereiten. Das funktioniert einfach nur super. Ja, denn es hat eine schön lange, schlanke Klinge. So. Ja, das will ich euch etwas bei dieser Drachenfrucht zeigen. What? Sorry. Also, ja, wie gesagt, eine schön lange, schlanke Klinge. Die ist auch schön dünn. Läuft schön spitz zu. Also, wie gesagt, zum Früchte zubereiten geht das super easy. Sorry, jetzt wackelt die Kamera etwas. Moskito, just a moment. Ja, ein Messer. Wenn man ein Messer mit sich rumträgt, das ist natürlich einfach hauptsächlich dann zum Schneiden. Das hat man meistens dann einfach nur zum Schneiden dabei. Und dieses Teil schneidet einfach super gut. So. Jawohl. Schon ist dieser Teil dieser köstlichen Frucht essensbereit. Sehr lecker. Schneide ich noch etwas, öffne ich etwas von den Bananen hier. Ja, die Bananen hier sind natürlich etwas süßer als wie die in Europa, ja, Österreich oder Deutschland, die man sonst in den Shops zu kaufen bekommt. Herrlich. Ja, das Broken Skull, das habe ich jetzt sehr lieb gewonnen. Sorry. Ja, sehr lieb gewonnen, denn es trägt sich super angenehm in der Hosentasche oder am Bund von der Hose, denn es ist sehr schlank und super leicht. Es ist wirklich eins der besten EDC-Messer,
das ich bisher kennenlernen durfte. Was ich noch so genial finde, ist, ja, wie gesagt, es ist super leicht und super schlank zum Tragen, aber es ist schön lang, es hat eine schön lange Klinge. Ja, wie man sehen konnte, zum Gemüse oder Obst zubereiten, dadurch eben, dass es eine so lange Klinge hat und die auch schön dünn ist, ja, kann man damit einfach super schneiden. Ja, es hat dann eigentlich alles, was ein EDC-Messer erfüllen muss. Es hat eine sehr schneidfreudige Klinge, es ist sehr angenehm zum Mitführen. Ja, die G10-Schalen, die sind nicht zu rau, die sind eher glatt, aber trotzdem eine ausreichende Griffigkeit. Aber wie gesagt, nicht zu rau, das heißt, man reißt sich ja mit dem Clip nicht so schnell die Hose auf. Ja, es hat ja keine Leine oder sowas, es sind nur diese G10-Schalen, was die Stabilität vom Griff dann gibt. Ja, aber das reicht völlig aus und eben den Triadlock, das heißt, mit dem Teil kann man natürlich auch sehr gut schnitzen, wenn es sein muss. Aber wie gesagt, es ist ein EDC-Taschenmesser, es ist nicht gemacht worden, um stundenlang damit zu schnitzen oder sowas ähnliches. Eben, hauptsächlich ist es ein Schneidwerkzeug und da macht es einfach einen super, super Job. Ja, die Klinge ist auch schön spitz. Das ist manchmal ganz praktisch, um Verpackungen zu öffnen. Das dringt sehr leicht in Verpackungen oder sonst wo ein. Also eine sehr, sehr praktische Klinge hat dieses Messer. Ist auch sehr ergonomisch. Ja. Und es ist, wenn es mal nötig sein sollte, sehr einfach zum Zerlegen und wieder zusammenzubauen. Das werde ich natürlich mal machen, denn wie gesagt, das trage ich hier täglich mit mir rum. Ja, und obendrein gefällt es mir sehr gut. Das nehme ich sehr gerne immer wieder in die Hand, um damit etwas zu machen, zu arbeiten. Ja. Also, mehr gibt es darüber jetzt mal nicht zu sagen. Das wollte ich nur mal erwähnen, dass das Teil einen super Job macht. Ja, wie gesagt, hauptsächlich solche Sachen mache ich zurzeit mit diesem Messer hier und ja, das bekommt jetzt schon mal eine Lobpreisung von mir, das Broken Skull. Ja, eben hier ist man natürlich eher leicht bekleidet und unterwegs durch die warmen Temperaturen und ja, also das Messer fällt bei mir jetzt nicht mehr auf, wenn ich es mit mir rumtrage. Also das ist sehr praktisch auch. Okay, ja, wir lassen uns jetzt noch diese Früchte hier schmecken. Also ein top EDC-Messer. Okay Leute, das war es schon mal von mir. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.